Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Zeit für eine weitere Folge von Onkel Zack. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal wieder los. Was ich mal eben noch machen kann, das sehe ich gerade. Ich kann mal eben... So, ich gebe mal einmal ein bisschen Stoff mit dem Mikrofon. Dann ist das gar nicht so verkehrt. Dann passt das auch. So, es geht weiter. Wir... Ne, Moment, halt, bevor wir zur Bäckerei kommen. Erstmal ganz wichtig, das vergesse ich immer gerne. Wir haben ja hier Post. Das ist ja unser Briefkasten. So, ist da was drin? Sieht nicht so aus. Okay. Der wird aber irgendwann auch noch wichtig. Jetzt kommen wir zur Le Bäckerie. Natürlich, ihr wisst, wenn mir mal eine Klingel gibt. Achso, wir könnten erstmal das Schild lesen, wo wir sowieso gerade dabei sind. Geschlossen! Für Anfragen Klingel drücken. Machen wir. Es ist geschlossen und wir haben sowieso kein frisches Brot mehr. Gut, das interessiert uns natürlich nicht. Hören Sie zu, wir würden das Brot, das ich übrig nicht haben wollen. Gehen Sie! Das lass mal meine Sorge sein, oder? Das lass mal meine Sorge sein, ob ich da gehen will oder nicht. Das entscheide ich noch. Ist ja schließlich eine freie Welt und so, ne? Ihr wisst das schon. So. Alle guten Dinge sind drei. The rule of three. Okay, sie wollen es ja so. Ja, Rettung im Lord hat gerade einen lustigen Kommentar. Moment. Muss ich mal eben kurz mir einmal angucken. Der Moment, wo dich ein YouTuber mit 177.000 Abonnenten fragt, wie man Donkey Kong auf dem VC20 Emulator zum Laufen bekommt. Ja, herzlich willkommen in der Oberliga. So, wir haben das Brot. Das ist die Telefongesellschaft, die besuche ich auch mal. Da gibt es aber auch einen schmutzigen Trick, den ich auch machen will. Ich zeige euch das mal trotzdem. Ne? TPC, die Telephone People. Gehen wir da zur Theke. Dummdi-dumm! Und hier könnte man theoretisch seine Telefonrechnung bezahlen. Ich nehme es vorweg, es gibt eine andere Möglichkeit. Das ist doch schon die Bewerbung, ne? Die gibt es hier schon? Okay. Können wir die sogar vielleicht schon gleich machen? Ich guck mal gerade. Der King Fan Club. Zögere nicht. Trete heute noch bei. Machen wir. Machen wir. Und da ist wieder der gelbe Buntstift. Jetzt ist es komplett ausgefüllt und das Porto ist im Voraus bezahlt. Schön. Dann würde ich sagen, bis bald, dass wir das auch schon machen können. Dann können wir nämlich die Bewerbung nämlich auch schon benutzen. Es ist ganz wichtig, dass man im King-Fan-Club ist. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Zip. So. Und irgendwann kommt dann da was. So, gehen wir mal weiter. Ich kann euch das auch mal zeigen. Soll ich mal den Busfahrer nerven? Das mache ich doch gerne. Da gibt es einmal die Möglichkeit, die Tröte zu benutzen. Es gibt später auch noch einen anderen Gegenstand. Aber wir machen jetzt erstmal die Tröte. Hey, warum wecken Sie mich auf? Tja, weil das der Bus zum Flughafen ist. Sie wollen bestimmt zum Flughafen. Alles einsteigen. So, wir bezahlen natürlich mal nicht.
Obwohl, komm, das machen wir später. Komm. Wir lassen den mal in Frieden. So. Da ist die Pfandleihe. Die können wir gleich auch noch machen. Ihr hört übrigens diese Geräusche, ne? Das ist cool. Das ist alles. Das war alles nicht drin, ne? Da hört man nämlich, dass man diese komische Haarnadel nämlich hier mitnehmen kann. Sie ist mit Drähten festgenommen. Achso, ich muss da. Muss ich nochmal basteln? Okay. Das können wir aber auf jeden Fall mitnehmen gleich. Wir brauchen wahrscheinlich gleich ein bisschen Spielzeug. So, das ist die wichtige Tür, die wir brauchen. Kann ich euch schon mal zeigen. Artefaktschlitz. Bitte Artefakte hier einwerfen. Ist das das einzige Schild oder ist da noch ein zweites? Gesellschaft für Archäologie San Francisco. Artefakte in Schlitz einwerfen. Also, wer aufgepasst hat, weiß, hier ist Annie. So, wir müssen aber erstmal zur Pfandleihe. Wir brauchen Spielzeug. Hallo, junger Mann! So. Ah, das sieht wesentlich aufgeräumter aus. So, erstmal machen wir... Komm, wir geben ihm erstmal... Achso, stimmt, jetzt haben wir verkaufen. Stimmt. Zack McCracken ändert auch je nach Gelegenheit die Verben. Das werdet ihr später sehen, wenn wir einige Fähigkeiten bekommen, dann werden die Verben getauscht. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo LucasArts das so gemacht hat. Das haben die aber tatsächlich gemacht. So, wo ist denn hier das gebogene Messer? Sie müssen ein Verkaufsfenster. Machen wir. Ja, komm, du Zappel-Philipp. So. Kann man jetzt erkennen, was verkauft. Das ist Ankauf, dann ist das das Verkaufsfenster. Gut. Stand das nicht in der normalen Version? Steht das nicht drüber mit Sell und Buy? Aber gut. So. Wir müssen im Verkaufsfenster. Da bin ich doch, du Hornochse. Ist da ein Verkaufsfenster? Steht da? Verkaufsfenster, ja. Wie viel Verkaufsfenster willst du denn? Soll ich das Verkaufsfenster verkaufen? Kann ich das? Nein. Um das Verkaufsfenster zu verkaufen, müssen wir zum Verkaufsfenster. Wenn ich nicht wüsste, dass das San Francisco ist, würde ich sagen, wir sind jetzt gerade in Berlin-Mitte. Mit der Logik. Wahrscheinlich muss ich zum Ankauffenster. Ich würde das hier verkaufen. So wie zum Verkaufsfenster. Oh! Wow! Das ist eine schöne Silberskulptur. Die gehört in meine Kunstsammlung. Ich sag da mal 80. Komm, gib mir schon die Knete. Geben Sie mir Ihre Cashcard. Und das bringt richtig Geld? Hier. Danke! Und dann kann ich, glaube ich, eigentlich auch schon, dass ich fast alles kaufen kann. Hier sind 1500 Dollar. War nett, mit ihnen Geschäfte zu machen. Also so gesehen, man kann dann schon irgendwie tricksen, dass man da alles kaufen kann. Aber, wir brauchen den Golfschläger. Ich glaube, wir brauchen eh alle Items. Ich würde gerne Folgendes kaufen. Golfschläger. Kommen Sie rüber. Das macht 75 Dollar, bitte. Machen wir. Hier ist meine Cashcard. Danke! Für alles andere gibt es Cashcard, ne? Oder Achtung, wie heißt das, wenn der Joker seine Kreditkarte zahlt? Weil wisst ihr, Batman hat seine Batcard. Joker hat seine Visa. Ja! Danke. Danke. Sie können auch aus Solidarität lachen. Also das ist... Ich bin mir wenig zufrieden. Die Nasenbrille. Ich würde gerne Folgendes kaufen. Nasenbrille. Kommen Sie hier rüber. Das macht 3 Dollar, bitte. Ja. Wenn das Masken heute noch kosten würden. Hier ist meine Cashcard. Ist übrigens nicht FFP2 und FFP3 kompatibel. Das kann ich schon mal sagen. Geht also nicht mehr. Hier. So, das ist schon mal gut. Wir gucken, was können wir noch kaufen. Genau, den Tauchanzug können wir kaufen. Den brauchen wir auch. Da ist übrigens ein Manic Mansion Plakat. Ich würde gern Folgendes kaufen. Taucheranzug. Kommen Sie rüber! Ich glaube, das wird neu ein Internet-Meme. Das macht 1045 Dollar, bitte. Hier ist meine Cashcard.
Im Original macht er noch Ritsch, Ritsch, Tanke. Da macht er noch so ein bisschen... Ach so, ist das das Geräusch. Okay, das ist... Das ist mein letzter Tauchanzug mit durchsichtigen Handschuhen. Meine Fresse. Kann er sich das Plakat gar nicht angucken? Nö. Da will er wahrscheinlich nicht sagen, dass es bessere Spiele gibt als Zack McCracken, ne? So, was brauchen wir denn noch? Zup. Das kann man, glaube ich, noch kaufen. Genau, den Hut brauchen wir noch. Den Werkzeugkasten brauchen wir. Ich würde gerne Folgendes kaufen. Werkzeugkasten. Kommen Sie hier rüber! Das neue Internet-Meme, ich sehe das schon. Das macht 45 Dollar, bitte. Hier ist meine Cashcard. Danke! Bitte! So, hier. So, dann brauchen wir noch... Falls jetzt irgendeiner denkt, das ist jetzt nicht so spannend. Haha, wenn ihr wüsstet. So, das können wir nicht kaufen. Den Hut können wir kaufen. Den brauchen wir. Ihr seht auch gleich, was ich gleich damit mache. Ich würde gern Folgendes kaufen. Nee, Moment. Ich würde gern Folgendes kaufen. Hut, kommen Sie hier rüber. Das macht 15 Dollar, bitte. Hier ist meine Cashcard. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Ratsch, ratsch. Hier. So, jetzt sammelt man auch schön Items. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch die Gitarre, ne? Die kaufen wir auch gleich. Es gibt später Möglichkeiten, Geld ohne Ende zu kriegen. Was man allerdings ganz wichtig machen muss. Kleiner Hinweis. Die Cashcard ist limitiert. Das heißt, also wenn ihr irgendwann pleite ist, könnt ihr nicht mehr fliegen. Das finde ich nämlich super bei dem Game. Ich würde gern Folgendes kaufen. Gitarre. Kommen Sie hier rüber. Das macht 139 Dollar, bitte. Hier ist meine Cashcard. Danke. Bitte. Danke. So. Hier, genau. Dann können wir nämlich jetzt als nächstes noch was machen. Was ich jetzt nicht mache, das kann man aber machen. Also erstmal öffnen wir mal eben den Werkzeugkasten. Bup. Wow, schau dir alles ganze Werkzeug an. So, jetzt habe ich nämlich hier neues Spielzeug. Man kann den offenen Werkzeugkasten auch noch verkaufen. Wenn man jetzt irgendwie scharf drauf ist, nochmal ein paar wenige Euros zu verdienen. Das geht aber. So, jetzt will ich mal gucken, wie arm bin ich denn? 13.328, das reicht auf jeden Fall. Ja, die Cashcard ist aber nicht unlimitiert, sage ich mal. So, jetzt können wir was anderes machen, was wir mal eben machen. Und zwar einmal hier ein bisschen Unsinn. So, Schraubenschlüssel, Drahtschere müssen wir haben. Dann können wir das Schild nämlich sofort mitnehmen. Bup, bup. Zack. Und nimm es mit. Das brauchen wir auf jeden Fall für ein Rätsel. So. Jetzt gehen wir noch zu unserem Müllzerhacker. Und dann können wir tatsächlich nach Seattle. Ach, das können wir auch noch machen. Stimmt. Stimmt, wir können eben noch was anderes machen. So, jetzt müssen wir gucken, wo ist... das getrocknete Brot, das packen wir mal in die Spüle. Dann öffnen wir... Benutze Schraubenschlüssel mit dem Rohr. Das klappt nicht. Dichtungsband, Drahtschere. Hä? Was wäre denn damit? Wieso geht das nicht? Ja, geht doch. So, und dann können wir nämlich jetzt schön mal eben
den Zahacker benutzen, vor dem du gerade stehst. Warum hat er das Brot denn da reingepackt? So. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir das Brot. Rum. So, jetzt können wir uns auch schon mal präparieren. Jetzt war dafür die Option Zieh an. Noch einmal ein Hut. Und die Nasenbrille. Zack. Ha! Sehen wir nicht cool aus? So, machen wir den Müllschlucker aus, ist kein Thema. So, jetzt gehen wir damit nämlich selber zur Telefongesellschaft. Bup. Ich komme nicht ran, ja, geh doch da hin. Mach die doch auf, die Thekentür. Hallo! So. Können wir nämlich das Computerterminal selber benutzen? Dumm-di-dumm! Da jetzt meine Rechnung ist auf Null. Ich stempel sie ab und lasse sie hier. Ja, genau. So, damit ist, funktioniert das Telefon auch wieder. Jetzt müsste eigentlich nur noch gleich die Elvis-Karte kommen, glaube ich. Dann haben wir tatsächlich hier erstmal alles erledigt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das zeitgesteuert war. Wie gesagt, noch ein paar Sachen weiß ich nicht mehr auswendig. So, das Telefon funktioniert. Seht ihr? So schnell geht das. Zachary, Liebling, hier ist deine Mutter. Warum rufst du mich nicht an? Ja, weil er seine Telefonrechnung nicht bezahlen kann, der erfolgreiche Journalist. Generation Praktikum, sage ich nur. Deswegen Augen auf bei der Berufswahl, liebe Freunde. Da doch lieber kriminell werden. Sie passt so gut zu dir, Zachary, und wohnt ganz in der Nähe. Hä? Habe ich einen Satz verpasst? Vielen Dank an den Subscriber. Warum bringst du niemals so nette Mädchen heim? Tschüss, mein Schatz. Ruf mich mal an. So, Moment, haben wir einen Satz verpasst? Mach ich's doch nochmal. Wir haben noch Zeit. Das sind keine Nachrichten. So, wir können das Telefon benutzen. So, wir haben aber niemanden, den wir anrufen können. Wir können ja mal vielleicht 0800. Komisch. Hört sich in der FM Towns Version eigenwillig an. So. Vielen Dank für den Prime-Sub übrigens. Vielen herzlichen Dank, das sehe ich gerade. Freut mich. Wie gesagt, die schönste Geschichte ist, wenn ihr hier Spaß an dem habt, was ich hier mache. Also, dann weiß ich jedenfalls, dass ich nicht ganz so ziellos rumzappel. So, wir haben's. Genau, sieht gut aus, genau. Und ab jetzt, glaube ich, guckt er auch nicht mehr nach. Das ist so wie der YouTube-Filter. Aus der Abteilung, um noch so ein YouTube-Meme zu machen. Creator hassen diesen Trick. So, ich würde sagen, wir setzen hier einen Cut. Und in Folge 3 geht es auch zum Flughafen. Bis gleich.